Hi Leute, hier ist wieder Fairwall und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play GTA 4. Im letzten Part haben wir... Ich hab's wieder vergessen. Ach ja, genau, wir haben die Packy-Mission abgeschlossen. In diesem Part werden wir mit Jimmy Pegorino weitermachen und ich sag's euch gleich, das steht hier unter so einem schlechten Stern. Ich hab schon... Hallo Dimitri, du Arsch. Ich würde dir gerne eine Kugel quer durch den Kopf jagen, Dimitri. Also, ganz im Ernst, was du mir alles schon angetan hast. Und Nico fühlt dir genauso. Oh Gott. I'm sorry. Or maybe the thugs who failed to kill me should be blamed, though. I cannot believe that you Gott. would steal from my friend Ray. Ach, als ob das dein Freund wäre, Dimitri. Du bist einfach nur eine Ratte bist du. You are in debt to him, Nico. Why don't you just pay him what you owe and we can all get along? I have no debts to Bulgarin, Dimitri. And the only thing I owe you is a bullet Hallo, to the temple. Meine Rede, You meine will Rede. Be paid in full. Fear not. You have a sharp tongue, Nico. It's only a matter of time before it is cut out of your Gott, mouth. das ist mal Smack-Talk zwischen den beiden. Okay, also wir nehmen die nächste Mission von Jimmy Pecorino an. Pest Control. Welcome to the war council, my boy. Gentlemen, what's going on? Nothing. Discussing pest control. Well, I've given you my advice, Peg. You do what you think is best. I agree. Finally. I mean, I don't agree with what he says. I agree that you know best. Excuse me? Relax. I didn't mean nothing by it. Look, either we make the right call or we all end up in prison anyway. Well, your crap ain't gonna do me no favors. Be careful. See you later. Boss? Gentlemen? You're only an associate, Phil. Remember that. Yeah, yeah. Okay, Tom. Boss, guy. I gotta tell you this. He's not straight. Right before I came in here, I saw him talking to Angie again. You better leave. I need to speak to Nico. Sure, boss. But, think about what I said. I will. You know? Trust me on that. We got real problems. Police are all over us. Maybe you heard. I got served papers today. Phil, yesterday. We got a couple of boys in jail. I think they might squeal. Somebody's talking. Wants us out of the picture. Maybe John Gravelli. Or them Ancelotti's. Somebody got to my people. So what are you going to do about it? I don't know. I gotta shut someone up and show people I mean business. I've known Phil a long time. He's straight, more or less. I know him and Angie are friends, but that don't worry me too much. Maybe he's too straight. Then there's Ray. I don't know. I don't trust him. But he's a good earner. I know he's got his eye on the big prize. But he's no dummy. Him and Phil hate each other. I gotta think about it. Okay. I'll give you a call. Whoever I say to go see him. And shut him up! Toll, wir dürfen wieder einen ehemaligen Auftraggeber erledigen. Ha! Das, ich... Ich bemerke hier, dass es hier einen Rhythmus gibt, sag ich mal. Wir nehmen uns einfach mal sein Auto hier, den Cognos Gianti, den Mafia-Wagen. Viel Mafia-artiger geht's gar nicht mehr. Und wir hören uns das Talk-Radio an. Hier liegt übrigens mein Auto, wo ich über den Kannstein gefahren bin, mich zweimal gedreht habe. Ja, ich sag's euch, das steht hier unter keinem guten Stern. Phil wird uns jetzt gleich anrufen. Vielleicht rufen wir ihn erst mal ganz kurz an. Telefonbuch. Wo ist er, 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 wo ist er? Wo ist er denn? Pegorino, wo ist Pegorino? L-M-O-P, Pegorino, da. Mal gucken, ob er sich schon entschieden hat. Man kann das immer ein bisschen vorantreiben, indem man die einfach anrollt. Nein, hat man nicht. Gut, also warten wir jetzt einfach auf den Anruf. Mal gucken, ob wir hier irgendwas Stunt-mäßiges ablegen können. Da. Sieht gut aus. Aber dazu brauche ich ein besseres Auto, denn das hier reißt nicht wirklich was rein von der Beschleunigung her. So. Also ich sag's euch, dieser Part ist echt schlecht gestartet. Ja, ich wollte einfach nur ein Taxi nehmen, hab aus Versehen die Fahrertür aufgemacht und hatte schon zwei Cops, hab meine gesamte kugelsichere Weste verloren. Ey, das ist echt nicht witzig. Und jetzt haben wir erstmal Autoalarm, ist super. Das ist voll so, aber wir haben hier, ja, oh, Pegorino ruft uns an, das ist gut.
Ah, Ray ist es also, der abgeschossen werden soll. Super. Gut. Diese Mission ist ein bisschen heftiger. Heißt, wir müssen uns gegen zwei Autos durchsetzen, die alle voll beladen sind. Und dazu nehme ich mir einen Hammer. Es hat einen einfachen Grund. Ein Hammer ist hier das durchschlagskräftige Zivilauto. Das durchschlagskräftigste Zivilauto hat eine super Beschleunigung und hält einiges aus. Insofern ist ein Hammer für diese Mission wie geschaffen. Eigentlich für jede Verfolgungsjagd, wenn ich so drüber nachdenke. Aber naja, wir wollen es ja auch ein bisschen interessant machen, ne? So, also der Hammer wird uns hier gute Dienste leisten, habe ich das Gefühl. Er ist ein bisschen hakelig in der Steuerung, das muss man schon sagen. Also über Kurven kommt man da nicht schnell durch, aber ihr seht schon, wo das Treffen ist. Da oben nämlich, die werden hier diese Straße runterfahren. Das ist also eine Verfolgungsjagd auf offenem Gelände. Ganz einfach. So, aber Ray wird jetzt also derjenige sein, der ausgeschaltet werden soll. Ich plane, so eine Assassinen-Mission zu machen. Also, das ist hier relativ gut. Einfach reinfahren und so schnell wie möglich die Leute abzuschießen. Jetzt sind mal die Waffe schon mal auf die Schnellfeuerwaffe SVG. Und, verdammt, Ausfall verpasst. Naja, egal, das ist nicht so schlimm, oder? Nein, das ist nicht so schlimm. So, das ist sogar ein bisschen besser. Dann können wir von, na wohl, nein, ich ändere meine Meinung. Ich ändere meine Meinung. Wir sind übrigens voll aufgeladen. Das ist ganz einfach. Was ist ganz einfach? Was rede ich da? Also jedenfalls, wir haben voll Gesundheit und volle kugelsichere Weste. Ist für eine Verfolgungsmission nicht so ganz von Entscheidung, aber gut zu haben, ganz einfach. So, okay. Wir sind auf der Zielgeraden. Und ich hoffe, das wird so wie geplant. Ich habe nämlich nicht so vor, wirklich lange mich damit aufzuhalten. So, und da sind sie. Seht, da, genau. Ihr seht schon, hier müssen wir warten. Ladebildschirm. Da sind nämlich die beiden Autos. I see his car. He should be heading over to a chop shop in Moabo. Don't get too comfortable with him, Nico. Like every rat, he's a survivor. He's got good instincts. He has a bad feeling about you in particular. He forks the protection and he ain't gonna hang around and wait for you know what to happen. Then again, I'll get his chump muscle to stop for gas out of the way. It might create a good opportunity. Okay, die Bodyguards müssen also zum Tanken anhalten. Das wäre eine gute Gelegenheit. Uns ist allerdings freigestellt, wie wir diese Mission angehen. Ja? So, also werden wir jetzt einfach den Moment suchen und hier sofort den Fahrer abschießen. So, ich habe es gerade gesagt, der Hammer ist dafür wie geschaffen. Den haben wir mal eben auf die Seite gelegt. Gut, der ist erstmal ausgeschaltet. Jetzt brauchen wir da nur noch einfach reinrotzen. Das ist Ray. Ray ist weg. Den da hinten machen wir nochmal eben so fertig. Alles klar. Da kommen sie nicht wirklich gegen an. So, den hier müssen wir nochmal überfahren. Ja, das Spiel irgendwie nicht genau. Was soll das? So, okay. Was? Hier sind auch die Überreste seiner Bodyguards. Der versucht jetzt das Auto da zu klauen. Hat aber nichts gebracht. So. Alles klar. Wir haben die Polizei natürlich auf dem Hals. Das ist ja ganz logisch. Wenn wir hier so ein Schlachttest auf der Straße anrichten. Okay, und sie haben sich hier neue Autos geklaut. Okay, der. Und der. Alles klar, wunderbar, das war's. Hab ich doch gesagt, der Hammer ist für diese Mission einfach nur ein wie sagt man das? Eine Praline, ja? Also genau die Mission für den Hammer. Einfach ein Auto auf die Seite legen und dann... So. So, wunderbar. Wir haben jetzt also Ray ausgeschaltet, unseren guten Freund, unseren italienischen Mafiosi, den wir sowieso die ganze Zeit nicht leiden konnten. Ach, irgendwie ein merkwürdiger Junge, echt. So, gut, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Versprochen, ich wollte euch ja noch Monsters dann zeigen und dann suchen. Nein, aus dem Weg. Nein. Entschuldigung. Das musste einfach sein. Nein, das ist nichts. Nein. Könnte man mit dem Motorrad absolvieren, aber nein. Oh, ich weiß was. Oh, das ist schön. Wo wir gerade hier sind. Das ist auf die Straße. So, ich habe einen ganz, ganz tollen... Ich hoffe... Duel Paper. Nein. Das machen wir jetzt nicht. Wir warten, bis uns das nächste Mal anruft. Ich habe nämlich eine sehr gute Vorstellung von dem, was Duel Paper uns jetzt gleich zu sagen hat. Und das möchte ich jetzt noch nicht machen. Das möchte ich im nächsten Part machen.
weil das wirklich sehr entscheidend ist und da möchte ich auf keinen Fall reinkommen. Ja, es ist wirklich spielentscheidend, sag ich mal. So, fangen wir mal hier die Rampe hoch. Und ich hoffe, dass... Ja, über die Schranke genauso ist es richtig. Ich hoffe, dass das hier das ist, wonach ich suche. Na, na, na. Hey. Hallo. Was soll denn das? Was ist das da unteren Tasche? Ah, jetzt war ich wieder lächerlich. Verdammt. Ich dachte, hier oben wäre ein Monster. Das ist ja auch prädestiniert. Ihr müsst es zugeben. Es ist wirklich prädestinierter Platz für... Und die Schranke ist gleich noch wieder aufgebaut worden. Also, das sind hier wirklich Reparaturwerke. Ja, da träumt der Führer von. Innerhalb von wenigen Sekunden ist die Schranke wieder aufgebaut, ja? Also das schafft man nicht so einfach. Da steckt... Fragt man... Nein! Im nächsten Part, UL Paper. Im nächsten Part. Ja, verdammt. Jetzt habe ich natürlich kein Monster Stand gefunden. Können wir nicht nehmen. Unglücklich, möchte ich behaupten. Unglücklich. Einen finde ich aber noch. Glaub mir, einen finde ich noch. Irgendwo muss doch hier einer sein. Ich habe nur vergessen, wo. Genau. Das ist das Ding. Weil es ist sehr unangenehm. Es tut mir jetzt auch leid, dass ihr jetzt hier rumsitzen müsst und... Ah ja! Seht mal, da ist er. Willst du mich verarschen, oder? So, geht doch. Hier ist einer. Ich wusste doch, dass hier in der Nähe einer ist. Und ich hoffe, dass der Hammer das jetzt schafft. Wir müssen hier nämlich ein bisschen bergauf fahren. Das ist ein bisschen unglücklich. Aber Baustellen sind natürlich prädestiniert für Monster-Stunts, ne? Das müsst ihr ja zugeben. Ja, ja, ist das Auto im Weg. Wir müssen da jetzt so hier rein und... Ja, 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 jawohl. Nein, noch nicht. Mist. Okay. Schade. Sehr schade. Habe ich den hier schon am Times Square gemacht? Ich glaube, ja. Nein, UL Paper im nächsten Part. Machen wir gleich. Vertrau mir. Aus dem Weg. Okay, ich glaube, das wird nichts mit dem Monster Stunt, oder? Doch, 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 doch. Jetzt können wir hier geradezu... Wir müssen an dem vorbeikommen, dich am Heck wischen lassen. Okay, und? Ich glaube, den habe ich schon. Aber es ist für den Abschluss einfach mal richtig schön. Jawohl. Ja, herrlich. Nicht gut genug, aber dieses Stunt wurde bereits absolviert. Ich wusste es. Gut, Leute, dann werde ich jetzt hier mal wunderbar parken und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play GTA 4. Danke, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr hattet Spaß, so wie ich. Ciao!